Olympia ist für mich der Lebenstraum schlechthin. Er will immer alles geben. Er will immer das Beste aus sich herausholen und jeden Tag hart dafür arbeiten. Konrad Robin Scheibner will zu den Olympischen Spielen fahren und ganz oben auf dem Treppchen stehen. Dafür sucht er sich immer neue Wege, um sich selbst zu optimieren und immer ein Stückchen besser zu sein als alle anderen. Treibt mich immer gerne selber zu Höchstleistungen, will jeden Tag besser werden, als ich den Tag davor war. Konrad ist in Berlin geboren, aufgewachsen und lebt auch heute noch in Köpenick. Er kennt das Trainingsgelände vom Sportclub Berlin-Grünau nur allzu gut. Seit dem 9. Lebensjahr ist er hier selbst auf dem Wasser unterwegs. Und auch für seinen Verein wäre ein Sieg bei den Olympischen Spielen eine Besonderheit. Na, erstmal wären wir unheimlich stolz darauf, wenn wieder ein Kanadierfahrer nach 20 Jahren wieder bei den Olympischen Spielen teilnimmt. Egal jetzt, ob ein Kanadierfahrer, Kajakfahrer. Prinzipiell ist dieses Verbundsystem immer davon abhängig, wie tatsächlich die sportlichen Erfolge aussehen. Und Konrads sportliche Erfolge lassen sich sehen. In den letzten Jahren hat er ordentlich Siege einfahren können. Oder einpaddeln. 2017 Weltmeister geworden, dann innerhalb von 2 Jahren auch vierfacher U23-Weltmeister und im letzten Jahr auch Vize-Weltmeister. Doch sein größter Traum liegt noch vor ihm, der Olympiasieg im Einer-Kanadier. Dafür muss er sich zunächst gegen den amtierenden Olympiasieger Sebastian Brendel beweisen. Im Winter 2017 trainiert Konrad sogar für eine kurze Zeit gemeinsam mit Brendel in Potsdam, bevor es ihn für die Kadersichtungen und Auswahlwettkämpfe wieder zurück nach Berlin zieht. Doch in den letzten Monaten gelingt es Konrad bereits mehrere Male, Brendel zu schlagen. Zuletzt bei den deutschen Meisterschaften in Duisburg. Kleiner Traum auch in Erfüllung gegangen, weil er ist auch mein sportliches Idol. Und das Idol irgendwann mal schlagen zu können, können wahrscheinlich auch nicht viele von sich behaupten. Und das war schon ein besonderer Moment auch. Immer begleitet und unterstützt vom Landeskanuverband ist Konrad heute da, wo er ist. 2014 macht er sein Abitur an der Flathe-Oberschule. Er tritt der Sportfördergruppe der Bundeswehr bei, bevor er im Herbst 2016 ein Medizinstudium an der Charité beginnt. Er schafft den Sprung in die Nationalmannschaft der Männer und begreift, was er alles erreichen kann. Im letzten Olympiazyklus ist das so präsent geworden, dass aus diesem Traum ein Ziel geworden ist. Dass diese olympische Flamme wirklich angefangen hat zu brennen. Und seitdem habe ich mein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Das heißt zunächst einmal Training, Training, Training. Egal ob im Kraftraum oder auf dem Wasser. Konrad gibt immer 110%. Nichts wird dem Zufall überlassen. Alles wird optimiert, selbst seine Ernährung. Auch sein Medizinstudium opfert Konrad Anfang 2018 für diesen Traum. Stattdessen studiert er nun Wirtschaftspsychologie per Fernstudium. Auch in seiner Trainingsgruppe mit Tim Hecker und Moritz Adam wird sich gegenseitig stark gemacht. Die Stimmung ist ausgelassen. Da kommt es nach dem Training auf dem Wasser auch mal zu spannenden Duellen an Land im anliegenden Strandbad. Deswegen würde ich sagen, dass wir da als Trainingsgruppe uns gegenseitig wirklich gut supporten. Und auch Lars als Trainer ist wirklich sehr ambitioniert, weiß, was er macht. Vor allem als Mitte März innerhalb weniger Stunden ein Trainingslager in Portugal abgebrochen werden muss und es wieder zurück nach Deutschland geht, weiß Lars Kober, was zu tun ist. Mit Sondergenehmigung geht das Training auf dem Wasser weiter, auch wenn die Olympischen Spiele verschoben wurden. Das haben wir gesagt, wir machen jetzt ein Übergangsjahr, weil Konrad gerade als jüngerer Athlet bis jetzt optimal genutzt hat und das Jahr eigentlich begreift als Chance für ihn, und um bestmöglichst vorbereitet zu sein für nächstes Jahr. Ein Jahr mehr zum Trainieren, ein Jahr mehr, um die Paddeltechnik zu optimieren. Und trotz der Absage für 2020 steht Olympia noch an erster Stelle für Konrad. Klar, ich will am Einer möglichst am Start sein in Tokio. Und selbst wenn es mal nicht so gut läuft, steckt keiner in der Trainingsgruppe den Kopf in den Sand. Während des Trainings ist das wirklich so immer das große Ziel, wofür man sich motiviert, wo man sagt, okay, wenn es jetzt schwerfällt, wofür machst du das eigentlich? Ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, mit der Goldmedaille um den Hals. Bis dahin arbeitet Konrad weiter an seinem Traum, kippt weiter Öl in das Feuer, das in ihm brennt. Je näher er den Olympischen Spielen kommt, desto größer wird die Vorfreude in ihm. Dafür arbeitet er fokussiert, voller Ehrgeiz und Tatendrang. Er will das Beste aus sich herausholen und er will alles dafür tun. Jeden Tag.